Hallo du und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video seit sehr langer Zeit, seit März 21, bei mir auf dem Kanal. Ja, ich habe noch Far Cry hochgeladen, da unter dem allerletzten Endvideo wird auch was dazu drunter stehen. Ich glaube, das sind 18 Videos dann doch geworden. Ja, aber wir sind jetzt hier in World of Tanks Blitz. Wieso nicht? World of Tanks. World of Tanks Blitz ist jetzt eine kleine. Das sind 3,5 GB. Es läuft ultra flüssig. Keine Ruckler, schnelles Matchmaking. Kleine Maps, super entspannt. Ja, also 6 Minuten, 6 bis 10 Minuten ein Spiel. 10 Minuten, wenn es lange dauert, aber wohl ich nicht. Ich glaube, die Matchdauer sind 7 Minuten. Normalerweise seid ihr früher raus. Was ist denn der Vorteil von Blitz? Das werdet ihr euch wahrscheinlich fragen. Ihr habt viele Strategieoptionen, die ihr andernfalls nicht habt. Ich meine, ihr werdet auf einer großen Map wahrscheinlich extrem schnell gespottet werden. Ihr könnt euch in Blitz tatsächlich super versteckt halten. Schießt nicht einfach drauf los. Geht erstmal spotten, gucken, ob ihr da was tackeln könnt. Ihr habt keinen Zeitdruck. Rusht nicht, wenn ihr allein seid und eine stabile Position habt. Rusht auch nicht mit euren Freunden in irgendeine, also eine stabile Position immer, ja, damit ihr euch gut verteidigen könnt. Oder wenn ihr zu zweit gegen drei kämpft oder zu zweit gegen zwei, dann bündelt euch ruhig in irgendeiner defensiven Position. Währenddessen, wenn ihr gegen einen kämpft und da ist kein Sniper drumherum. Sniper sind übrigens sehr hardcore hier in dem Spiel. Die sind anders wie in World of Tanks. Ohne Blitz. Teilweise sehr schwer zu pennen. und da gibt es auch die lustige Sache. Heavies können teilweise auch nicht Pay-to-Win-Fahrzeuge pennen. Also ich glaube, so eine T26 Pay-to-Win-Version, die ist von vorne praktisch unaufhaltbar. Trotzdem in Medium. Und bei Medium ist generell so, es gibt schnelle und langsamere Mediums. Pantera ist zum Beispiel ein schneller Medium und der schneller, nicht ein schwerer. Und hier der bei den Deutschen ist ein schwerer Medium. Ja klar, das ist dann hier auch verständlich, aber ja, wie gesagt, es gibt hier auch noch so mittelschwere Mediums und dann die leichteren Mediums. Leitfahren ist tatsächlich eine Leidenschaft von mir. Wenn man dieses Spiel versteht, kann man mit diesen Dingern ordentliche Summen an Schaden machen. Beziehungsweise man kann den Gegner damit einfach vom Problem ablenken. Ja, wenn ihr einfach so da steht, in die Richtung guckt, und hier ist ein Hügel und ihr fahrt einfach geradeaus vor und zurück. Ihr könnt mit diesem Ding eh keinen Damage bocken. Wenn ihr vor und zurück fahrt, der Gegner wird schießen. Der schießt euch dann die Kette, vielleicht auch mal an die Seite. Okay, ihr habt den Hit kassiert. Aber ihr könnt ja dann, wenn er geschossen hat, auch zweimal zurückballern. Denn wenn es ein Heavy ist, dann hat der ja viel längere Nachladezeit. Außer es ist ein Emil oder so. Es gibt AMX mit Autolodern, die dann auch teilweise Magazine haben. Ja. 3-4 Schuss, die könnt ihr natürlich nicht buffen oder dämmen, ne? Ja, ich würde sagen, ich habe schon das Video davor versucht aufzunehmen. Ich würde jetzt einfach mal eine Runde Lights spielen. Lights ist ja, ja, ich würde nicht sagen die Königsklasse. Die Königsklasse hier in dem Spiel sind tatsächlich die Mediums. Gerade weil die nicht die Geschwindigkeit haben, einfach zu verschwinden, ja. Und ja, teilweise können die halt auch penetriert werden. Ja, wenn ihr losfahrt, gerade als Light ist wichtig, dass ihr nicht alle Bäume umfahrt. Es ist total egal, die da stehen oder nicht. Manchmal ist ganz lustig, also finde ich zumindest. Aber muss nicht sein. Wieso habe ich hier meine Lanze oben? Es ist einfach zum Spotten ganz chillig. Sieht man hier schon, die Mates sind
vorgefahren. Hier kann man sich jetzt überlegen zu cappen, da ist nichts, ne? Natürlich auf Deckung achten. Hier so. Der fährt unten rum. Na, da könnten wir was versuchen. Der Spieler weiß auf alle Fälle, was er macht. Da könnten wir mal da in den Heavy. Ja, es war gewastet. Auto-Aim, wenn ihr fahrt, macht das ruhig. Aber ansonsten lasst es sein. Wenn ihr steht, nehmt die Zeit zum Zielen. Überlegt euch, ob ihr Module kaputt machen könnt oder ob ihr einen Panzer versenken könnt, also wegmachen. Hier in so einem Fall, wenn der da kommt, der zeigt euch nur den Boppes. Ihr könnt da einfach reinfahren. Doch hier müsste man schon zielen. Das ist auch kaputt. Ihr könnt übrigens, wenn Heavys explodieren, dann explodieren die teilweise so stark, dass ihr Schaden kriegt. 100 Schaden sind tatsächlich ziemlich viel. Das dürft ihr nicht unterschätzen, denn teilweise gewinnt man. Ja, da hätte ich jetzt Auto-Aim machen können, aber so schlimm ist dann auch nicht. Und die Runde ist schon vorbei, schade. Cappen? Ja, wenn da keiner ist, geht ruhig cappen. Am Anfang habt ihr da am meisten Zeit, später wollt ihr dann ja auch zu euren Freunden fahren oder Gegner flankieren. Aber es kommt auch nicht darauf an zu cappen. Also, wenn der Gegner euch, wenn der Gegner euch beim Cappen richtig gut erwischen kann, dann wird er immer schießen, wenn ihr fast fertig gecappt habt. Wieso? Weil es Sinn macht. Denn wenn ihr getroffen werdet und ihr cappt, dann werdet ihr immer euren Fortschritt verlieren. Und was auch wichtig ist, Minimap. In World of Tanks an sich ist sie relativ wichtig, aber hier in dem Spiel ist sie so, naja, es ist ganz interessant, wenn ihr wisst, wo eure Gegner sind, ne? Gerade wenn sie nicht auf eurer Seite sind, dann behaltet oben mal die Leiste im Blick mit, wie viele Freunde ihr noch habt, ne? Denn man kann sich auf Mates normalerweise nicht verlassen. Aber wenn ihr Mates habt, die würdig sind, die ordentlich spielen, dann ist das auch eigentlich ganz schön Pudel. Das ist eigentlich relativ heavy zu pennen. Jetzt habe ich ja hier Deckung, wenn ihr... Schade, wenn ihr in die Kette schießt, dann... ja, wie gesagt, ihr könnt dann Schaden und die Kette wegmachen. Der wird jetzt garantiert in meine Richtung schauen. Das Ding trifft normalerweise nicht so gut auf Distanz, aber... Oh ja, stehen bleiben, zielen oder wie gesagt, einfach Auto-Aim und rein YOLOn. Gerade bei so Lights kann das von Vorteil sein. Ja, zurückfahren, immer schön ein bisschen drehen. Wenn ihr schräg steht, könnt ihr euch normalerweise nicht einfach so platt machen. Wie gesagt, wieso schieße ich jetzt immer noch mit Auto-Aim, wenn ich sage, Auto-Aim ist scheiße? Der fährt einfach zu schnell für meinen normalen Aim. Wenn ich hier so drin sitze, verliere ich total die Situational Awareness von dem Bereich. Ja, dreht euch auch nicht immer gegen die eigentliche Grundrichtung. Ihr könnt auch rammen mit den Dingern. Das bringt sich immer. Was macht der da eigentlich? Ja, wenn ihr... Weil dann hätten wir nicht Auto-Aim sollen. Ja, teilweise ist es gut, weil das Turret dann schon gedreht ist, gerade wenn es länger dauert, aber unser Motor ist kaputt. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir reparieren, ne? Wir haben
2 Caps. Wir sind ziemlich langsam und wir haben noch einen Mate. Das ist ein Churchill. Der ist eigentlich relativ heavy. Wir können natürlich auch versuchen, D zu cappen, ne? Weißt du was? Dann reparieren wir. Nehmen unsere Lanze hoch und dann gucken wir mal, ob wir den aufdecken. Dann gucken wir mal, ob wir da noch pöbeln können. Der muss ja nur ein paar Mal auf uns drauf schießen. Wenn er pusht, ist okay, ne? Ja, wunderbar. Schön geengelt. Achso, vorne da bei der Kette durchschießen. Das ist übrigens bei den unteren Panzern noch ein Schwachpunkt. Später könnt ihr da auch nicht mehr durchschießen. Wie gesagt, das ist einfach solide. Wenn ihr so ein bisschen taktisch mit den Gegnern spielt, wenn die zu pushen, dann und dann einfach schnell schießen, dann treffen sie normalerweise nicht. Gerade bei Auto-Aim. Ja, wie gesagt, ich schalte ja auch Auto-Aim an. Wenn es schnell gehen muss, dann dann wird es einfach nichts. Ja. Das ist mein persönlicher Zugang. Stufe 1 bis 5. Guck mal, dann bin ich hier. Naja. Der ist wohl auch schon fast fertig. Ich bin da. 1,7 EP habe ich beigetragen. Ah ja, immerhin Platz 11. Ja, Achievements sind eigentlich auch ganz cool. Ich habe einen. Er ist jetzt auf Fundort mit seiner Dings. Was auch super wichtig ist. Viele unterschätzen das wahrscheinlich, aber euer Motor. Euer Motor als Medium ist super wichtig, denn das ist das Einzige, was euch zwischen einem Heavy und einem. Light unterscheidet. Die Lights sind super schnell und sobald ihr dieses Tempo nicht geben könnt, das sind jetzt nur 4 km/h, aber hier, von hier auf hier, das sind 7, ne? Das ist ein gigantischer Unterschied. Wenn ihr krabbelt, kommt ihr nicht weg. Und rückwärts seid ihr sowieso langsamer als vorwärts, ne? Unterschätzt es mal nicht, ne? ja, auf die Schlussnote. Ja, seid halt einfach vorsichtig, was ihr spielt. Es gibt Heavy Mediums, Light Mediums. Bei denen ist die Geschwindigkeit nochmal umso wichtiger. Ihr werdet nie so schnell sein als bei einem tatsächlichen Light. Aber, gerade beim Pantera oder bei anderen Light Mediums, wo es auf Geschwindigkeit ankommt, ihr werdet ein bisschen blocken können, aber auch nur ein bisschen mehr als bei so einem, ne? Einfach vorsichtig schießen, wenn die Gegner auf euch ziehen, dann wartet einfach, bis ihr verschwunden seid, gebt euren Schuss wieder ab oder wechselt die Position. Blind Firing in dem Spiel normalerweise nicht, weil der Hit wird euch nicht angezeigt. Ich glaube, ihr könnt auch in den Einstellungen nichts verändern, dass der euch dann irgendwie angezeigt wird oder so. Aber ich klicke hier mal durch. Dann wird mir das nicht angezeigt. Stufe 50 gibt es den letzten. Da auf Stufe 80. Diese Logos sehen eigentlich auch nicht immer so toll aus. Die waren tatsächlich ganz lustig. Das war so ein Scooter-Event. Von irgendeinem Metal Heinz, glaube ich. Ja, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen. Herr Kamikaze ist super geil. Ich habe, glaube ich. Ja, hier. Maximum im Gefecht zerstört. Das habe ich tatsächlich mit einem Light geschafft. Ich glaube nicht mit dem, sondern hier noch mit dem Leo.
Der ist halt nochmal schneller. Der hat auch, glaube ich, dickere Ketten. Der dreht sich so schnell. Ihr könnt halt mit diesem Leo auf 60 km/h hochkommen. Ihr habt 12 Schuss. Geht Auto-Aim. Gönnt euch. Ihr habt dreimal drücken. Jeweils kommen 4 Schuss raus. Oder viermal drücken. Ne, ich meine, ihr habt dreimal drücken. Und das ist dann ganz anders wie bei so einem Light. Der ist nicht schnell genug. Der hat nicht genug Panzerung, aber der hat halt 3 ordentliche Schuss aus der Kanone. Es kommt bei einem Light nicht auf den Schaden an. Es kommt darauf an, dass ihr pöbeln könnt. Ihr müsst den Gegner von euren Freunden, von euren Mates so ablenken oder euch so zurückhalten, dass es euch praktisch noch ja, Spaß genug macht, ne? Ja, also ich, wie gesagt, ich mache jetzt echt Schluss. 16 Minuten. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu viel durchgeskippt oder es gibt einen langsamen Momenten. Nochmal danke und tschüssi.